kein anderer Begriff. Denn wenn es nicht mehr Hobby ist, dann gehört es nicht mehr zu uns. Die nächsten drei Tage. Das war ein grosser Walliser Unternehmer. Alles, was er akquiriert hat, ist zu Geld geworden. Und er hat nichts akquiriert, was nicht zu Geld geworden ist. Es hat ihn gar nichts interessiert, außer das Geschäft. Mit einer einzigen Ausnahme. Und das ist Stockhalterschloss. In Sache Bauherr war er Amateur. Und das Einzige, was geblieben ist bis heute vom grossen Stockhalter, war das, was er als Amateur gemacht hat, nämlich das Stockhalterschloss. Das ganze Vermögen ist verschwunden. Und daraus könnt ihr ableiten, was es für einen Wert hat, wenn man Amateur ist und wenn man das macht, was ihr macht. Et si vous avez dit tout à l'heure que les amateurs d'ici ont réussi à faire un château, ils ont investi leur argent là-dedans, nous, modestes amateurs, fortunés s'il y en a, heureusement pour eux, mais l'argent, il va dans les films et dans les caméras. C'est peut-être moins grand, mais ça aussi un art que nous développons, nous, sur des toiles et sur des écrans. J'aimerais remercier tout le monde ici présent, les amateurs, les personnes qui sont concurrentes, auteurs, acteurs et spectateurs, d'être venus si nombreux pour déjà commencer cette fête qui va se dérouler jusqu'à samedi soir. Je vous souhaite à tous une bonne journée,
demain une bonne séance de projection et pour les personnes qui auront le plaisir de faire la course samedi, une bonne promenade et on vous donne rendez-vous encore à tous à samedi soir pour le banquet final. Merci. Also grundsätzlich geht es sicher nur mit Praxis. Aber wenn man nicht eine Grundidee überkommt, sei das aus der Literatur, aus Kursen, also aus Filmlehrkursen, wie es zum Beispiel in Filmclub gibt oder in grossen Warenhäusern, die einige Sachen machen, dann fehlt einem etwas. Man muss eine gewisse Information haben von Fachliteratur, um nachher in der Praxis das dann können anzuwenden. Ich glaube, das ist die einfachste Methode. Wenn im Herbst im Hochtal Gurs, so wirst im Wallis, das Jahr alt wird, wenn der Bauer weiss, dass es nicht mehr lang geht, bis der erste Schnee kommt, dann wird es auf den kleinen Acker am Tal Hank wieder lebendig. Die Bauern sind uns und das Land und so. Auf den kleinen, teils Steilacker am Talhang ist die Technik zwar nicht fremd, aber sie ist nicht brauchbar. Der Bauer tut den Boden wie eh und je mit Trauer kehren. Anschließend wirft der Bauer den Samen aus. Mit der Gabla wird der Darda nun mal gekehrt, und zwar damit das Pfägel die Samen nicht fressen können. Es sind im Hochtal wenig Monate, wo die Frucht kann wachsen. Der Winter dauert lang und geht fast bruchlos in den Sommer über. Bereits im Juli steht der Rucco in voller Größe, rüpft in den höchsten ein und steht in den höchsten, also Anfang Herbst, prächtig gelb im grünen Tal. Oder Anfang September zieht der Bauer mit der Sägesalz um zu ernten. Und in der ruhigen, aber schnellen Zug von der scharfen Klinge fällt der Rucco in gleichmäßige Made. Der geschnittene Rucco wird aufgelockert und auf dem Feld unter der Sonne ausgebreitet. 24 Stunden lang bleibt er so unter der Sonne zum Trocknen. Medienkunde in der Schule. Wäre es ratsam, wenn Lehrer, wenn sie in ihrem Verband Lehrer würden haben, die eben wieder mit den Kindern ein Lager machen? Wie läuft es da denn? Kann man sie irgendwie steuern? Kann man sie... Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin ja per Zufall der sogenannte Vater der Schweizerischen Jugendfilmtage. Und wir führen die jetzt seit 7 Jahren durch. Und besonders dieses Jahr, das war die letzte Woche, dieses Jahr hat es unheimlich viele Schulklassen mit ihren Lehrern gehabt, die mitgemacht haben. Ja, wir haben ganze Schulklassen gehabt, die von Basel auf Zürich gekommen sind, die Filme anschauen. Es gibt schon viele Schulen, die Medienkunde betreiben, die feste Stunden, eine Stunde in der Woche Medienkunde haben, die in ihren Klassenlager Film drehen und die ganz beachtliche Leistungen machen, vor allem auf dem Gebiet von Super 8. Meine Damen und Herren, die Schweizerische Amateurfilmtage 1983 fällt ab mit dem Film «Das Ende des Weges» von Freddy Matscher vom Filmclub Lausanne in der Kategorie Information. Mesdames et Messieurs, les journées suisses du cinéma amateur en 1983 ont débuté avec le film Le bout du chemin de Freddy Matscher du Ciné-Club Lausanne dans la catégorie Information. Madame Hey. 60 Clubs in der Schweiz. Die Clubs produzieren einige hundert Filme pro Jahr. Und von diesen hunderten von Filmen gehen ca. 100 bis 120 Filme nachher an die regionalen Wettbewerbe, die in der Region 1, 2 und 3 stattfinden, Westschweiz, Mittelland und Ostschweiz.
An den regionalen Wettbewerben werden aus den ca. 120 Filmen ein Drittel in der Regel an die nationalen Wettbewerbe delegiert. Und dort tun sie in den vier Kategorien Unterhaltungsfilm, Informationsfilm, Problemfilm und Experimentalfilm um die Safid-Medaille konkurrieren. Es ist so, dass nachher von der Safid haben wir die Möglichkeit, 90 Minuten weiterzugeben an internationalen Wettbewerb von der Unica, der in Frankreich wird stattfinden nächstes Jahr. Respektive das Jahr können wir delegieren. Etwas Video Super 8, wie sieht es aus in der Zukunft? In der Zukunft wird sicher beides nebeneinander seine Berechtigung haben. Beide Medien haben Vorteile, haben Nachteile. Wir werden im Herbst, im November in Bern die ersten schweizerischen Videotage vom BSFA durchführen. Wir hoffen, dass viele unserer Mitglieder kommen. Wir hoffen aber, dass wir auch viele neue Mitglieder bekommen. Und dadurch das unser Arbeiten können wir erweitern und können bereichern. Vor allem Kamera, also wie man es kann erwarten kann. Niveau-mässig. Aber wir hoffen, dass es so weiterläuft. Wir lernen das, wenn man will. Ich kenne doch den Juroren, den Geschmack von den Juroren. Ich weiss nicht, wo das kommt, wie das. Ist das ausgelost worden, dass vom heutigen Tag Filme ziemlich schlechter waren als früher? Also eigentlich fast der vom Tunnel. Ah ja, könnte ich sehen, was ist? Ja, was habe ich verbrochen? Nein, nicht. Wir sind Sie. Sie wollen mich bloß auf die Filmbahn. Nein, ja, genau. Wir haben so wenig Raum. Ja. Was mich interessieren würde, es sind doch sehr viele Filme, Länder. Ja. Warum hat es so wenig Raum? Eben, das frage ich mich auch. Frauen haben Angst vor den Männern. Haben Sie die Angst? Männer kritisieren viel mehr. Ach, haben Sie Angst vor den Filmen vielleicht? Nein, ganz und gar nicht. Filmen Sie selber auch? Ja, ja. Was machen Sie? Informationen? Nein, nur Dokumentar. Nur Dokumentar. Oder Reportage. Ja. Wie hat es Ihnen gefallen? Wie war sehr die Organisation?
wirklich ausgezeichnet. Das allererste Mal, dass es also wirklich nur eine Medaille geben kann für Brieg. Moi, j'ai trouvé bien. Et puis l'organisation. Ja, so, j'ai trouvé bien. Merci. Ich finde selber Naturfilm. Ist auch schon eine Wettbewerb. Ja, ein paar Silbermedaillen an und gute Sachen. Ich wähle mal die Idee. Wie ist es mit dem Niveau gewesen, so? Ich würde jetzt sagen, wenn man rückwärts vergleicht, ist es natürlich ja, eher eine Steigerung. Ja, eher eine Steigerung. Haben Sie einen Favorit? Ja. Es hat zwei, oder? Aber man kann natürlich nicht so genau sagen, je nachdem, was die Jury entscheidet. Es ist schwierig. Aber ich sehe zwei, die von oben raushängen, gut, eventuell. Soll ich sagen? Ja, der eine ist der Trickfilm, der Bumerang, und der eine ist der andere Spielfilm aus dem Leben einer Frau. Den sehe ich also auch noch weit oben, aber bitte. Ja. Danke schön, bitte. Das UWC, die Organisation an für sich, ist einmalig. Ich habe seit 1968 nicht mehr so viel mitgemacht. Als solches mit Filmen, aber nicht mitgemacht mit Ball und so weiter. Und wenn ich sehe gegenüber anderen Festival, ist das ein Wortheben, was hier in Brieg also gegangen ist. Ja, also wenigstens, ja. Ich finde, es hat einen tollen Rahmen gehabt. Es war ja so familiär und vor allem der Anfang hat die Frage gesagt, es ist ja so fast improvisiert und da hat er einen, das ist also wirklich toll gewesen. Parfait. Aucun problème, je suis membre du jury, on n'a eu aucun problème, j'ai trouvé très très bien. Et ce que je trouve à Brieg, c'est que c'est très très sympathique. Er hat sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich bin nie da. Bin ich nicht auch da? Natürlich. Das Niveau ist derart hoch, dass ein Amateur fast Hemmungen hat, mir in Zukunft den Filmapparat im Finger zu nehmen. Sehr gut. Ja. Siamo dei rappresentanti del Cineclub di Bellinzona. Troviamo che l'organizzazione di questa manifestazione è stata veramente buona, perfetta. Siamo trovati molto bene sia nel luogo dove è stata organizzata, la Simplon Hall, ci siamo trovati bene nell'albergo che ci hanno riservato, nei ristoranti della cittadina, abbiamo mangiato anche bene. Tutto è stato molto organizzato in maniera veramente buona e confrontato con organizzazioni di Lucerna o di altre città degli altri anni ho trovato che non è stato per nulla inferiore. Siamo stati molto contenti e ben ricevuti. Grazie. Gut. Gut. Sehr gut sogar. Tipptoppi organizzazioni, ist das gesagt. Ja. Ach, ideal. Avec Monsieur Luigi, oh, formidable. Formidable. Et puis vous aussi l'abandonnerhaltung? Oui. Magnifique. Il m'a plu depuis la première jusqu'à la dernière séquence. Il a une originalité, il a une qualité sonore excellente. Il
un choix de symbole très bien, très judicieusement utilisé. Et il est compréhensible, à mon avis, pour tout le monde. Et malgré tout, assez ouvert pour que chacun puisse y mettre sa propre fantaisie en ce film. J'ai vraiment l'impression que c'est un expériment réussi. Technisch ist es sehr gut. Technisch ist es zum Teil sehr gut sogar. Ja. Aber eben also inhaltlich vom Niveau her ist es schwach, sehr schwach sogar. Weil ein Affid sollte ja das Amateurfilmschaft in der Schweiz repräsentieren, sollte ja jetzt die angeblich guten oder besten Filme sein, aus anderen Regionen. Und das sind vielleicht jetzt zwei, drei, wo man kann sagen, wo wir persönlich sehr angesprochen haben, wo wir auch tief gegangen sind. Das andere ist das Dokumentarfilmfestival, mehr nicht. Und das muss ich nicht einen Amateurfilm tagen, das kann ich im Fernsehen schauen, wenn es müsste sein. Il y a quand même une petite erreur qui m'a personnellement gêné, c'est que plusieurs fois on voit des plans de groupe, on voit des têtes, mais malheureusement on ne voit pas ce que font ces personnages. Et c'est dommage. C'est mon avis un des seuls points négatifs importants du film. Ich glaube, dass die Großaufnahmen der Gesichter so feste Einschnitte waren, also dass sie nicht in die Umgebung sich eingeschmiegt haben. Ja, das habe ich nicht so empfunden. Nein, du hast ihn ein bisschen missverstanden. Er hat gesagt, dass... ich devrais parler français, mais il a pas compris. Hein? Non, tu n'as pas compris. Le contraire de ce qu'il a dit. Ich würde schnell sagen, was er wirklich gemeint hat. Es war so, es hat ein paar Aufnahmen gehabt von Leuten, die am Arbeiten waren, und das Gesicht und den Arm, wo man das Gesicht und die Arme gesehen hat, wo man aber nicht gesehen hat, was sie eigentlich machen. Und es wäre besser gewesen, wenn man wirklich gesehen hätte, was alle gespannt auf das, was kommen mag. Der Preis ist kein Oscar, er ist kein Bär und kein Bambi, er ist nicht einmal eine Palme, aber er ist eine schlichte Walliserkanne, nicht von Gold und nicht von Silber, sondern von schreiendem Sinn. Aber er hat gegenüber allen diesen einen ganz wesentlichen Vorteil, man kann ihn füllen bis zum Rand mit Walliserwein. Meine Damen und Herren, ich freue mich deshalb, Sie bei dieser Gelegenheit mit einem Projekt bekannt zu machen, von dem Sie bald mehr hören werden. Der Kulturrat und das Erziehungsdepartement haben die Schaffung einer Walliser Filmzentrale beschlossen, in der alle Filme über das Wallis aufbewahrt und verwertet werden. Mesdames, Messieurs, chers amis cinéastes, je suis heureux de pouvoir passer quelques instants parmi vous et de saluer les participants à cette rencontre. Je tiens à féliciter tout spécialement le Film Amateur Club Aubervallis pour l'activité qu'il déploie tout au long de l'année et tout particulièrement pour l'excellente organisation de ces journées. Le film d'amateur occupe une place privilégiée parmi les loisirs et notamment parmi les loisirs de notre jeunesse. Il offre en effet de multiples avantages. Il développe l'acuité du regard et affine la sensibilité. Il incite ceux qui le pratiquent à découvrir le monde, ses pays, ses paysages, ses habitants, leurs activités et leurs œuvres, et favorise ainsi les contacts humains, ces contacts authentiques sans lesquels aucune fraternité humaine n'est possible.
Ce faisant, il favorise la vie en plein air et collabore efficacement, quoique indirectement, à la protection de la nature et des œuvres de valeur. À ce titre également, il constitue un apport précieux pour la conservation des témoins du passé. Begegnung mit Ungarn erhält eine Silbermedaille. Film erhält ein Diplom. Le film numéro 4, Une bande disparue, obtient un diplôme. Boomerang erhält eine Silbermedaille. Boomerang erhält den Spezialpreis für den besten Trickfilm, gestiftet von Jöhann Bayern-Pohl-Nathers. Der Film Zeit und Ewigkeit erhält eine Goldmedaille. Spezialpreis für die beste Betonung mit Kasi, gestiftet von L. Elek Hessa, Herzogenbuchsee. Le film Einladung obtient la médaille d'argent de les auteurs Mesdames Stocke et Keller de Volksheitsepart. Le film numéro 25, L'intruse obtient une médaille d'argent. Silver medaille. Außerdem erhält dieser Film den Spezialpreis für die beste Fotografie,
gestiftet vom Walliser Verkehrsverband. Ist niemand da und was? Wer ist es? Der Film Uli, Erziehung zum Miteinander, erhält eine Silbermedaille. Milchbuchtunnel, zweiter Teil, erhält eine Goldmedaille. Le film Innsbruck-Tunnel, deuxième partie de M. René Frey de Winterthur, obtient une médaille d'or. Dieser Film erhält zusätzlich den Spezialpreis für den besten Dokumentarfilm, gestiftet vom Filmamateurclub Oberwallis, überreicht durch den Präsidenten und Opa-Präsident Ambrose Seiler. Jusqu'à 83 auront bientôt vécu et nous nous rendrons en 84 donc à Lausanne. Ja, der fotografische Bericht, nachher nochmal das Video noch. Irgendwie eine Abteilung bildet innerhalb von der Amateurfilmtag. Es ist vielleicht fast ein bisschen anzunehmen, dass ein Video ein weiterer Bestandteil Bild vom BSFA, nachdem was man sieht, was jetzt BSFA Propaganda macht für die Videotage in Bern, wo man fast ein bisschen annehmen, dass das BSFA Interesse hat, hier eine zweite Abteilung zu machen. Ich würde meinen, dass das BSFA wohl die Tür offen hat für Video, aber nicht in dem Ausmaß Propaganda machen für Video. Ich glaube, das ist jetzt der Anfang. Einmal müssen sie einen Schritt machen in die Richtung. Und ich persönlich, weder Video noch, bin ich ein sehr großer Freund von Video, vor allem nicht im Amateurgebiet. Aber ich glaube, dass es eine Berechtigung hat für gewisse Aufgaben. Ja, ich sehe einfach den Unterschied. Nicht so, dass man sagt, der Amateur muss in Zukunft nur noch videografieren oder er sollte beim Film bleiben. Eben je nachdem, was er macht, für welchen Zweck, für was für das Publikum. Raschlerige Sachen, wo man auch schnell muss sehen muss, Aktualitäten, da ist Video sicher vorteilhaft. Aber was soll ich bleiben? Ich weiß nicht, wie das Videobild nach 20 Jahren aussieht, ob es überhaupt nur ein Apparat gibt, wo man es abspielen kann. Ja, das ist das Problem. Und auch von der magnetischen Aufzeichnung her, das hat noch kein Hersteller können garantieren, dass das in 20 Jahren noch die magnetischen Aufzeichnungen vorhanden sind. Noch so gut, wenn das nur rechts bildet. Also ich glaube, wir müssen das ein bisschen vergleichen mit der Fotografie, oder? Die Fotografie war gross gewesen, so vor dem Krieg bis Mitte Krieg und dann ist der Film gekommen. Und die Fotografie hat man eigentlich, das ist jetzt vorbei, das stagniere, oder? Und die Fotografie ist eigentlich dann ausgewichen auf künstlerisches Gestalten und hat heute
mehr Anhänger als die Filmerei. Und ich glaube, im Video sind wir jetzt einfach konkurrenziert von einem neuen Medium, von einer neuen Möglichkeit. Und das sollte uns wahrscheinlich darauf zurückbesinnen, dass wir eine mediumgerechte Form finden müssen. Und natürlich aufhören mit Umzugsfilmen und Familienpartys, sondern dass das dann eben wahrscheinlich die Domäne vom Video ist. Und der künstlerische Film vielleicht dann wieder eher die Domäne vom Schwanfilm. Andere Begriff, denn wenn es nicht mehr Hobby ist, dann gehört es nicht mehr zu uns.